Frau Kock, woran arbeiten Sie gerade? Ja, mich beschäftigt ein Thema sehr. Das ist die Demografie hier bei uns in Deutschland. Ist ja mittlerweile nicht nur in der politischen Munde, sondern eben auch bei den Unternehmen. Wie sichern Sie zukünftig Ihre Leistungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit, wenn der Faktor Mensch nicht mehr in der Menge zur Verfügung steht, wie das unbegrenzt in der Vergangenheit der Fall gewesen ist? Und welche Anwendungen sind für Sie dabei unverzichtbar als Beraterin? Ja, den Unternehmen aufzuzeigen, dass eben bestimmte Mengenlücken nicht mehr gefüllt werden und dass es gegebenenfalls andere Ansätze gibt, um zu gucken, ob ich mit den Mitarbeitern, die ich bereits habe, schauen kann, ob ich dort noch Potenziale finden, die ich heben kann und das für Unternehmen bewusst zu machen und transparent zu machen. Und in die Zukunft geschaut, welche Trends sehen Sie da noch neben der Demografie? Auf jeden Fall das Thema Motivation. Es gibt von Gallup jedes Jahr eine Studie, da wird unter anderem der sogenannte Engagement-Index gemessen. Und der drückt leider aus für die Unternehmen, dass es bei über 60% der Mitarbeiter eine geringe Bindung an das Unternehmen gibt. Geringe Bindung heißt auch geringes Engagement. Und meine Botschaft an das Unternehmen ist, über individuelle Motivation diesen Faktor des Umsatznutzenpotenzials zu heben. Und wie ist die individuelle Motivation der Christina Kock? Welches Motiv kultivieren Sie besonders gern? Ja, ich habe festgestellt, nachdem ich ein langes Finanzleben schon hinter mir habe, dass das Thema Fürsorge für andere Menschen bei mir eine sehr große Rolle spielt. Und ich begleite und berate heute auch Menschen in beruflichen Veränderungsprozessen. Das heißt, das Unterstützen von anderen auf ihrem Weg, das motiviert mich sehr. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Danke auch.